Bonjour, salut, herzlich willkommen. Ich bin mittlerweile zurück aus Frankreich, habe aber hier festgestellt, dass einige Videos keinen richtigen Vorspann haben. Aus dem Grund mache ich das jetzt hier vor dem Intro. Alles Weitere zum jeweiligen Video erfahrt ihr nach dem Intro. Sven auf Reisen und ja, ich wünsche euch was. So, ein weiterer Teil für meinen Urlaubsblock und ich habe da gerade mal hochgesehen und da kommt gleich eine Wolke, das heißt, ich werde nicht mehr so kneifen. Ich möchte euch so kurz vor der Heimreise erzählen, was zu Hause bei mir alles dann passiert, wenn ich heimkomme. Ich denke mal, das ist todlangweilig für die meisten, aber einen kleinen interessanten Punkt habe ich dann vielleicht trotzdem für euch. Ah, Sonne weg. Und zwar, dass ich, wenn ich dann zu Hause ankomme, wirklich meine ganze Ausrüstung auspacke, auch meine Tasche leer räume komplett mit dem Staubsauger, diese einmal sauber mache, denn über kurz oder lang ein Urlaub am Strand bzw. in der Natur bringt es eben mit sich, dass man ja Dreck in die Tasche bekommt, dann ist Aussaugen sehr gut, manchmal auch mit einem feuchten Lappen ein bisschen außen rum wischen, dass es nicht ganz so krass aussieht. Und natürlich werde ich auch jedes Objektiv kontrollieren. Gerade wer am Strand ist und zum Beispiel ein rauschendes Meer vor sich hat, der wird feststellen, dass seine Frontlinse doch nicht ganz so gut aussieht, dass es vielleicht da sogar mal sinnvoll sein kann, einen Filter zu verwenden, den man dann etwas rabiater reinigen kann. Aber diese Feuchtigkeit, die sich da mit Salz auf der Linse festsetzt, die muss man eben beseitigen. Und zwar auch eben mit etwas Feuchtigkeit und einem feinen Tuch. Ich habe das oder mache das schon seit Jahren. Ich habe da keinen Ärger mir irgendwie eingehandelt auf den Objektiven. Aber wie gesagt, eine komplette Sichtung der Ausrüstung, das ist für mich nach dem Urlaub das A und O. Und dann packe ich auch erstmal alles wieder in die Schubladen ein. Und für den nächsten Shoot suche ich mir dann eben die Objektive raus, die ich brauche. Und ich sage euch eins, die Sonne knallt hier gerade ganz fürchterlich. Es ist super klare Luft, auch wenn es Wolken hat. Ja, und da brennt sie. Es ist auch Mittagszeit, gebe ich offen zu, bin ein bisschen spät dran. Thema Sensorreinigen. Da habe ich, glaube ich, noch nie was zu gemacht. Es gibt immer wieder Leute, die fragen, zeig doch mal, wie du deinen Sensor reinigst und wie du da vorgehst. Aber ich muss gestehen, ich traue mich nicht, das zu machen. Warum? Weil das auch eine gewisse Verantwortung ist. Und die Verantwortung, die möchte ich nicht übernehmen, dass ihr es so macht, wie ich es mache und dann etwas passiert. Denn dann bin ich der Schuldige für euch, obwohl ich da natürlich auch sagen würde, dass ich dafür keine Garantie übernehme. Aber es gibt da draußen wirklich genug Videos, die das auch einigermaßen gut zeigen und jeder muss für sich selber entscheiden, ob er seinen Sensor reinigt oder nicht. Aber wenn ihr ihn selber reinigt, dann habt ihr natürlich schon mal gewisse Vorteile, nämlich genau, wenn ihr zum Beispiel so einen blauen Himmel habt und habt da Sensorflecken drin, dann müsst ihr das retuschieren. Ja, Lightroom hat da eine Funktion, damit könnte man das machen. Wenn Lightroom gut wäre in dieser Beziehung, dass er nämlich bei jedem Bild automatisch neue Referenzpunkte setzt. Macht aber Lightroom nicht und deswegen hat man ganz unschöne Stellen in Lightroom drin. Man muss es also bei jedem Bild separat neu machen und das ist leider ziemlich kacke gelöst. Deswegen, reinigen ist besser als wegstempeln. Und da ein Tipp von einem Profi, nämlich einem Servicetechniker, der mir mal meine Canon gereinigt hat auf der Multimediale in Darmstadt. Schon lange her. Ich habe gefragt, ob ich mal mit zugucken kann, mal mit ihm reden kann. Er hat gesagt, ja, da war auch gerade nicht so viel los. Und er hat mir gesagt, ja, der größte Fehler ist immer, dass man Sensorflecken zu lange auf dem Sensor hat. Also sprich, dass viele Fotografen zwar selber reinigen,
aber die Sensorflecken eben vor einem Shooting erst beseitigen. Und viel sinnvoller ist es, wenn man nach einem Shooting, wenn man also sozusagen frische Sensorflecken hat, diese zu beseitigen. Zum einen, weil Sensorflecken oft Staub sind und die Luftfeuchtigkeit dafür sorgt, dass diese dann wirklich ja, sich fester auf den Sensor festsetzen. Es ist also aufwendiger, sie zu reinigen. Oft kann man die meisten Sensorflecken, die während eines Shootings entstehen, mit Druckluft beseitigen. Man müsse also gar nicht die feuchte Methode wählen, sondern die meisten Sachen, Staubpartikel, die in der Luft sind, die gehen weg, wenn man wirklich direkt nach einem Shooting mit Druckluft arbeitet. Dann sollte man natürlich eine Sensorlupe haben. Wenn man dann sieht, da ist immer noch was, dann kann man entscheiden, gehe ich mit so einem, wie nennen sich die Dinger, Swaps drüber und Feuchtigkeit und mache das dann nochmal und nochmal, bis eben der Sensor wieder sauber ist. Dann packt man die Kamera weg und alles ist gut. In der Zeit wird kein neuer dazukommen. Im Übrigen sollte man die Kamera regelmäßig sauber machen. Auch die Objektive, also die Rückseite, wo das Bajonett ist, wo die Linse ist, sauber halten. Auch den Deckel der Objektive immer wieder mal ausblasen oder auch mal mit einem feuchten Lappen auswischen. Dann natürlich ein bisschen liegen lassen, damit da einfach nicht sich dieser Staub ansammelt, der dann zwangsweise durch Spiegel oder durch den Spiegel, wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, das gibt natürlich eine Erschütterung bzw. eine Luftbewegung. Also rundrum Sauberkeit spart euch am Ende in der Nachbearbeitung der Bilder wahnsinnig viel Zeit. So, das ist ein super langes Video geworden über ein ganz banales Thema. Aber ja, ich glaube, das langt. Ne? Also ihr habt verstanden, um was es geht. Sensor reinigen, Ausrüstung sauber halten. Dann hat man weniger Ärger mit Sensorflecken und dann macht das Ganze mehr Spaß und weniger Sorgen. Und ja, wer mal in 100 Aufnahmen einen Sensorfleck weggemacht hat, der ein richtiger Fussel war, der weiß, von was ich rede. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Teil dieses Blogs.